Moin! Jo, heute eine Vorstellung zu einem Custom Knife Factory Modell, nämlich dem Sukhoi 2. Das hat mir liebenswürdigerweise der Henk rumgeschickt. Ja, Knife Collector 031 The Netherlands. Link zu seinem Kanal und zu seiner Vorstellung findet ihr in der Videobeschreibung. Henk, vielen, vielen Dank dafür, dass ich die Teile mal auschecken darf. Da war ich schon ein bisschen länger scharf drauf. Die gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile am Markt und die Begeisterung bei den Reviews, wenn man die gesehen hat, die war immer recht groß. Das Modell kam in dieser schönen Pouch mit einem kleinen Zertifikat. Da sind so ein paar Eckdaten drauf, S35VN, Stahl, Malyshev, der Designer und das Modell Sukhoi 2.0. Das erste Mal dieses Modell habe ich, glaube ich, beim Jim Skelton gesehen. Da war das noch das eine Modell. Ich glaube, da hat sich auch nicht so viel verändert bei diesem Modell. Nagelt mich nicht fest. Ich glaube halt, dass die Hardware hier anodisiert ist, blau. Ich meine, das war beim ersten Modell nicht so. Und ansonsten kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht groß dran erinnern, wie da die Unterschiede sind. Ich werde euch das Video vom Jim Skelton auch mal verlinken. Genauso wie die Vorstellung vom Klaus, der hat das nämlich auch vorgestellt, das Zweier Sukhoi. Checkt das bzw. die Videos mal aus bei Interesse bei diesem Modell. Und als ich die Teile im Video immer gesehen habe, war ich einfach sehr beeindruckt, wie sauber die gearbeitet sind. Bisher war noch kein Modell dabei, das mich so richtig gepackt und geflasht hat, zumindest rein optisch. Also die gefallen mir alle gut, wobei jetzt das Decepticon und so, die älteren Modelle, das war nicht so ganz meins. Die waren mir, das war doch too much, ein wahres Kunstwerk, wie ich finde, aber ja, nichts, was ich mir halt wirklich kaufen würde. Außerdem war das nochmal eine ganze Ecke teurer. Die sind jetzt auch kostspielig, liegen dann aber doch nicht mehr in Bereichen von $1000, sondern da bezahlst du dann halt vielleicht $300-$400. Und das geht natürlich noch nach oben, je nachdem, was für ein Modell, was für Material das hat und so weiter und so fort. Natürlich kostspielig, klarer Fall, aber oftmals auch eine Wertanlage, eine Sammelanlage. Die Teile werden nicht wirklich günstiger. Und die sind halt einfach von ihrer Machart außergewöhnlich gut gefertigt. Custom Knife Factory lässt in China produzieren. Da stellt sich mir natürlich gleich wieder die Frage, wo werden diese Teile hergestellt? Das würde mich natürlich brennend interessieren. Ich habe darüber leider gar keine Info. Vielleicht hat jemand eine Info dazu. Gerne in die Kommis tackern. Ja, was ich so sagen kann, ist das Fit and Finish halt erstklassig. Die Hardware ist, sieht super aus, das verbaute Material ist fantastisch. Wir haben Titan Frame Lock, wir haben Carbon Fiber Overlay und wir haben eine Klinge aus S35VN. Das ist ein gewaltiges Messer. 10 cm Klinge aus S35VN Stahl, Flachschliff, der auch wunderbar fein ausgeführt würde. Also läuft fein aus, wird ein guter Slicer sein, Top-Wert für ein Production Knife. Wie gesagt, 10 cm, damit kriegst du eine Menge weggeschnitten, wenn du denn damit arbeitest. Gesamtlänge von über 23 cm, Klingenstärke von 4 mm, verjüngt sich langsam nach vorne hin und halt eine Hand-Rubbed Satin polierte Klinge. Sieht schon nice aus. Wir haben einen schönen Titan-Pin, der optisch einfach nice daherkommt. Mal was anderes. Überhaupt ganz nett, dass es kein Flipper ist, weil die meisten Messer so jetzt sind halt Flipper. Und
gerade bei diesen höherpreisigen Modellen kommt das doch recht häufig jetzt vor. Und das ist einfach mal nett, dass es hier mal kein Flipper ist. Funktion funktioniert auch wunderbar. Die schießt raus, die Klinge. Trotzdem, wenn man damit ein paar Minuten spielt, zumindest bei meinem dicken Daumen, tut das ein bisschen weh. Aber das auch erst nach ein paar Minuten spielen. Funktion ist völlig in Ordnung und optisch einfach mal was anderes. Die Action ist fantastisch. Also das Ding schießt raus und dann der Klinggang wunderbar weich. Läuft, soweit ich weiß, auf einem zweireihigen Kugellager und das wirklich perfekt. Wir haben absolut keinerlei Spiel auf und ab. Der Framelock macht ganz sauber dicht, hat ein Steel-Inlay. Überdehnungsschutz übernimmt diese Carbon-Fiber-Platine hier. Die hindert den Framelock zur Überdehnung, beziehungsweise dass es nicht überdehnt werden kann. Was hier halt wirklich außergewöhnlich gemacht wurde, ist sowohl diese schöne Fräsung im Titan und dass man erst denkt, das ist so ein Subframe-Lock, aber das ist halt schon ein ganz normaler Titan-Frame-Lock, nur die haben die Carbon-Fiber Auflage so fein angepasst in die zweite Hälfte, über die Achsschraube auf der anderen Seite, über die Hülse, das ist den perfekt gelungen. Stark, sieht stark aus, ist ja, einfach sehr, sehr sauber gefertigt. Ist beeindruckend, gar keine Frage, finde ich zumindest. Die Titanplatinen sind nicht aufgebohrt. Trotzdem kommt einem das Messer nicht zu schwer rüber, trotz der enormen Gesamtlänge. Entriegeln funktioniert super einfach. Technisch ist das wirklich sehr, sehr sauber verarbeitet. Klingenstand ist auch sehr gut, nicht perfekt mittig, aber völlig okay. Dann haben wir noch ein sehr fein 3D Pocket Clip aus Titan, der zwar nur mit einer Schraube fixiert ist, aber sehr sicher hält. Macht soweit einen guten Eindruck. Geht scheinbar tief in die Platine rein, die Schraube. Und ist natürlich nice. Sowohl dieser blaue Ton, wie auch, dass es einfach wie ein Messer auch aussieht. Griff, Klinge, das hat schon was. Der Titan Backspacer. Es liegt hier noch schön flush drauf und dann erhebt er sich ein bisschen und geht am Ende wieder runter. Stört soweit in der Hand nicht die Erhebung, spürt man eigentlich gar nicht. Kein Jimping, das mag ich ja gerne. Beeindruckendes Teil, der Sukhoi 2.0. Wenn ich jetzt was aufzählen müsste, was mir nicht so gefällt, dann ist es optisch diese zwei Schrauben hier, die den Pin halten. Ist aber auch, ist einfach ungewohnt, dass es zwei Schrauben sind. Ja, vielleicht wäre es auch schöner, wenn die noch blau gewesen wären, ich weiß es nicht. Gefällt mir optisch nicht ganz so. Und im geschlossenen Zustand haben wir hier so einen kleinen Überstand der Klinge. Das wäre dann noch schöner, wenn das weg wäre. Ansonsten gefällt mir das Messer rein von der Verarbeitung außergewöhnlich gut. Schöne Materialwahl. Sieht auch schick aus. Wäre wahrscheinlich kein Modell, was ich mir holen würde, aber macht mächtig was her. Keine Frage. Und wie weich und sauber alles läuft. Das ist einfach schon toll, ehrlich. Custom Knife Factory, ich kann schon verstehen, warum die Leute in ihren Videos immer so begeistert sind. Ich kann mich da nur anschließen. Alles klar, das war das Sukhoi 2.0. Hank, vielen Dank für die Leihgabe. Ja, wird natürlich wieder zu dir zurückkommen. Jo, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.